aber ich gebe Vollgas hier, 1 plus. Vollgas 1 plus, ja. Ja. Ja, Gang 1 plus. Ja, 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 ja. Ey, wie konnte man, was ist das denn hier, noch drei platzieren? Ach komm, scheiß drauf, ich fahr einfach nach Gefühl, oder? Nee, komm. Was heißt das, wenn ich auf dem Holz klicke und da steht drauf noch drei platzieren, was heißt das? Überfragt. Ach egal, komm. Ich fahr jetzt einfach mal so, wie ich denk. Den Fall hatte ich noch nie. So, da noch drei platzieren. So, Rocktox, was ist dein Job? Mich rauszuziehen. Mich rausziehen, ja. Ersatzrad. Ich hab extra jetzt einen Kran hinten dran. Also, Ersatzrad, was ist das? Achso, das ist der von oben, alles klar. Das ist der Döner auf dem Kopf, der macht dich schöner. Ich hab einen Döner auf dem Kopf, der ist so schön. So, jetzt geht's aber los hier, gibt's doch nicht. Da kann man mit reparieren, weißt du. Weißt du Bescheid. Das Schöne ist, dass wir jetzt nach einer Stunde genauso weit sind wie am Anfang, wie immer halt, ne? Kann doch nicht angehen, dass wir so, nee, dass wir das hinkriegen. Das ist schon. Hast du Randys Handynummer? Der marschiert da so durch, als wenn das nichts wäre. Das kann doch nicht angehen, dass er das so ratzfatz macht. Und wir stellen uns immer so blöd an. Da kriegst du ja Depri bei. Du weißt ganz genau, dass da drauf überhaupt nicht ankommt. Spaß und Jux und Dollerei, das ist entscheidend. Das ist geil. Lass du weg! So, weiter. F wie Fitness, wie So, F wie Fitness, meinst du, ne? Fitness, genau, ich kam da nicht drauf. Teuer, sie ist ein Baum im Weg. Du geh da weg, da, du Scheißding, ey. Ein so. Jahr kann es nicht mehr dauern, dann bin ich bei dir. Ja, ich versuche das ja so lange. Jetzt nochmal, der Rocktox hat die Raketenabschussbasis und der Jonas fährt den Tanker oder was? Nee, auch die Raketenabschussbasis. Nee, wir fahren beide die Raketenabschussbasis. Das heißt, wir sind dann irgendwann ohne Sprit. Ja, Harald, dann ziehen wir euch einfach. Für genau. Was haben wir die Raketenabschussbasis? Warum machen wir das nicht von Anfang an? Wir lassen zieht euch jetzt einfach. Ach, naja. Kann man das eigentlich, dass ich Harald anhänge, jemand hängt mich an und dass wir so einen Zug bilden? Nee, man kann leider immer nur, also zwei Fahrzeuge zusammen. Ja, gleich bei dir, Heini. Ach, schade. Wäre lustig, so einen Zug. Heini, ich seh dich. Ich komm schon. Wo siehst du mich denn? Jo, ich seh dich. Wo denn? Ja, guck, was hier kommt. Oh, wie er da durchjagt, was ist das denn? Gib mir das Auto. Nee, das geht leider nicht. Stell dich aber ein bisschen mehr, ich muss durch ein Feld. Wie ich stehe, da will ich durchfahren da hinten, ne? Jo. So, Freunde, jetzt zeige ich euch mal, wie das geht hier. So, da kannst du mich mal gleich an, genau, du weißt, ich meine, so quer durch, jo. Wie sagte Harald, das war sein Plan. Harald ist wie A-Team, er liebt, wenn ein Plan funktioniert. Das Dumme ist nur, es funktioniert nie. Jetzt versuchen wir den Plan kommt ja auch von dir. Ja, Harald ist Colonel Smiths. Ich bin aber alles im Griff hier. Häng ich dich mal hier an den Kran? Ja, da ist. Ihr habt nur alle keine Ahnung von Dramatik. Das ist das retardierende Moment. Genau. Okay, jetzt warte. Wieso fährst du mir gerade langweilig? Bitte? Irgendwie kann ich. Du fährst mir weg? Ja, das ist immer Rocktox. Dann haben wir dich hier droben und dann geht's los. Der Heini rausschleppkonvoi. Ja. Klappt irgendwie nicht. Nee, weil ich denk dran, ich bin fett, mein Freund. Ja, gibst du Gas? Ja, logisch gebe ich Gas, als Kind schon. Ja, jetzt wird's wieder lustig hier. Oh, warte, ich muss V drücken, ne? Entschuldigung. Jetzt. Ich hab vergessen, V zu drücken. Ich schub's mal dich, Harald. Jawohl, jetzt geht das. Steni, hau rein, Steni. Nee, Stremi. Wie kommt das denn, Stremi? Was ist das für ein Name? Was soll das? Ist das eine Besenstiel-Sorte? Nee, das kommt von meinem Familiennamen. Jonas Stremitzer heiße ich auf YouTube und Stremi nennen mich eben alle und jo. Alles klar. An alle Mädels, wisst ihr Bescheid, ne? Wisst ihr Bescheid. Du stehst auf Mädels, oder? Ja. Wie alt bist du? 12. Oh, bist du gar nicht betriebsbereit, dauer noch ein bisschen. Okay, Entschuldigung, ich hab nichts gesagt. Wie alt bist du? Ach, Heini. Wie alt bist du, Jonas? 12. 12. 12? Oh, das hab ich ja gar nicht gedacht. Und wir reden immer über Merkel, ey. Lass mal im Lose. So, und jetzt fahr mal vor, mein Freund. Jo. Jetzt versuche ich mal eben, siehst du, jetzt kann ich einigermaßen mich wieder festfahren. Das Ding hat einen Wendekreis wie ein Jumbo-Chat. Ja, schon, ne?
So, jetzt habe ich gerade überhaupt gar nicht geguckt, wo ich hinfahre, aber naja, jetzt fahre ich, versuche erstmal mich hier durchzutanken und dann kann ich nochmal überlegen. Dreht, ja, ich wollte gerade sagen, wir müssen ein bisschen nach links. Dreht, ey. Soll ich dir helfen? Sofort, mein Freund. Mutti will im Auto anmachen. Nehmen wir nochmal hier Baum. Den Heini an die Winde. Ne, warte mal ganz kurz, warte mal ganz kurz. Ich will eben einen zweiten Gang nämlich reinschalten. So. Dann will ich V drücken, jetzt gucke ich mal, wie weit ich weiterfahre. Ich sage ja, wenn ich gerade schon gut schnitt. Ja, eventuell komme ich da durch, ne? Klappt das? Soll ich wegfahren? Ja, fahr mal ein bisschen weg. Jo. Du kannst doch bei mir in der Nähe bleiben. Jo, jo. Pff, da sind Flieger auf dem Monitor, der hat ja nichts. Rocktox, was machst du? Entschuldigung. Ich hab's nicht gesehen, ich hab gerade die Map an. Was hast du getan? Ich hab dich ein bisschen weggeschoben. Schön! Konnte dich bremsen. Toll, ich bin voll am Baum jetzt hier, danke. Gott, ich zieh dich hast raus. Du einen Rocktox als Freund, brauchst du keine Feinde hier. So, weiter geht's. Hoppala. Eine klappt. Hör mal auf zu schieben, Rocktox. Das ist Schiebung, was du da hier betreibst. Eini? Ja? Also bei mir hast du kein Holz mehr drauf, oder ist es, weil es so weit weg ist? Drei Stück habe ich. Das zählt aber nicht. Du musst volle Ladung haben. Oh, was ist das denn für eine Kacke? Warum zeigt ihr mit drei an? Ach, sag bloß, du fährst jetzt die ganze Zeit nur mit so einer blöden drei Zahnstocher durch die Gegend. Mensch. Ey, da kann ich Papier rausmachen bis zum Lebensende, das reicht vollkommen. Boah, das ist nicht dein Ernst, ne? Hä? Ich wusste, ich jetzt hier die Markierung gesagt. Hin, ey. Links müssen wir weiter. Ja. Den Weg, den du Entschuldigung. Den du gekommen bist, wieder zurückfahren zum Holz, weil der ist ja dann kürzer, als wie von der Werkstatt aus. Ja, da hat es der Heini ein bisschen leichter, auch wenn er es jetzt schon gemerkt hat. Ich dreh um. Stremi. Ja. Bleib bei mir, bitte. Jo, ich fahr mal hier so ganz langsam. Du kannst ja schön bei mir bleiben. Ist das geil. Fährt der Heini da mit drei Streichhölzchen? Nee, nur noch eins. Ich habe zwei verloren. Na dann, da bin ich ja froh, ey. Sag mal, wo bist du denn jetzt eigentlich, Onkel Harald? Ja, ich bin irgendwo, wo ich vorher noch nie war. Irgendwo im Wald? Sag mir nach, ich mache da eine Schneise. Oh, ich dachte, der Heini fährt falsch und ich war falsch. Nee, fahr du hinter mir her, bitte. Ja, ich brauche dich gleich noch, mein Freund, mit dem Hammerteil da. Ich hätte gedacht, du wärst falsch angefallen und weit nicht. Hallo, man nennt mich Heini, diese Navigator. Der Gag ist ja, es gab jetzt diesen Patch für Spin-Tires, ne? Und da haben sie wahrscheinlich alles gemacht, ja? Nur, dass man speichern kann im Multiplayer-Modus, das kann man nicht, ne? Ja. Oder speichert es jetzt? Nee. Ich habe da nichts von gelesen, ich habe überhaupt gar nichts gelesen, was ist überhaupt geändert worden, weißt du was? Oder wisst ihr was? Ich habe nur drauf geachtet, ob man Multiplayer speichern kann und ich glaube, das kann man immer noch nicht. Ne, habe ich nichts von gelesen, ne. Also aber das wäre ja super, ne. Bei dem Patch kamen nur Bugfixes, glaube ich, also... Ja, aber auch nicht irgendwie rot was, ne? Nee. Der größte Bug ist, dass man nicht speichern kann, Freunde. Sehe ich genauso. Dann das ist das Wichtigste nämlich. Das ist ein tonnenschwerer Laster, der kriegt so eine kleine Birke nicht umgefahren. Stremi, wo bist du denn? Ja, ich stoß gleich wieder zu dir. Auf die Straße. Was wolltest du machen? Die müssen doch schon längst knacken, ey. Ich brauch die sofort. So, jetzt wird's haarig. Gut, ich weiß nicht, ob das gut geht, wenn ich da jetzt durchfahre. Aber ich probier's. Ich hab ja Rocktox dabei. Wo man sich überhaupt hin, ey? Holz, Frössel, du. Ach du Scheiße, das ist ja noch so weit weg. Ich bin gleich in der Nähe. Scheiß Baum. Geh mir aus der Sonne, Freund. Oh nee, ne. Was haben die Russen für Autos gehabt? Ich dachte, die haben so geile Sachen. Das ist doch Schrott, was die haben. Herr Rocktox, da fällt ja nichts mehr ein, ne? Wie der Fränkel sich da durchtankt mit seinem ollen Rost-LKW da und jetzt gleich hängen bleibt. Och, Heini, steckst du da hinten fest? Ja, ich weiß auch noch nicht genau, das ist Millimeterarbeit, was ich hier fabriziere. Aber ich glaube, jetzt habe ich es geschafft. Der steckt auch fest. Aber noch haben wir da eben... Bitte? Ich steck auch fest. Wieso steckst du fest? Du hast doch den Panzer. Ja, der wird von der Birke aufgehalten. Birken musst du würgen. So, Stremi, wo bist denn du? Die müsste im normalen Leben, würde die schon tausendmal brechen, aber... Bist du denn? Ja, hier nicht. Ach, da musst du mal auf der Karte gucken.
Ja, jetzt sehe ich, wo du bist. Ey. Moment, jetzt muss ich mal gucken. Ja, also hier gerade rückwärts weiter. So. Ja, nee, jetzt bleibst du stecken oder was? Nee, hör auf mit Scheiße, dann krieg ich Malaria. Ja, jetzt muss ich hier die Seilwinde. Oh ja. Mann, ey, ich hab mich verfahren. Kannst du einen Panzer bitte? Dreck! Ich komm da nicht weiter. Ich muss zurück. Oh, jetzt geht's weiter, jetzt geht's weiter, jetzt geht's weiter, Rückwärtsgang. Ey, aber das ist ein bisschen übertrieben hier, diese feuchte Kacke da. Feuchte Kacke? Da liegt. Der Chris ist schlechte Laune dabei. So ein Scheiß, ey. Feuchte Zack. Kacke, naja. Kannst du die Konsistenz noch genauer beschreiben, bitte? Ja, da sind so kleine Knochen zwischen. Das könnten Nüsse sein, glaube ich. Oh Mann, hör auf. Ach, MSF-Niveau, wir sind am Grunde des Meeresbodens angekommen. Da ist Herr Strebi mit seinem Hightech-Panzer. Warum kann ich das eigentlich nicht tauschen und du fährst das und ich fahr das? So, Herr Strebi. Kommst du? Weil du das Fahrzeug... Ja, ich bin schon auf dem Weg. Hast. Verstehst du, Heini? Ja, mach nix. So, ich hab dich... Achso, alles klar. So, ich bin angeschnallt. Bau. Dann probieren wir's wieder. Langsam aber, ne? Nicht, dass ich umkippe, mein Freund. Langsam, nicht, dass ich umkippe, ne? Ey, ich versuch ganz langsam. Sei schön behutsam, das ist wieder wie bei der Frau. Weil es kann sein, dass ich jetzt gleich brauche. Halt, warte. So, okay, weiter. Bin ich denn eigentlich? Muss man mal ein bisschen schauen. Weiter, so, und zieh einfach da durch. Bis zum Holzhandel. Ja, ich zieh dich einfach. Who cares? Hauptsache, du hast genug Sprit. Ja, 400 von 800 Liter, also wird bald knapp. Oha. Ja, liebe Freunde, treffen wir uns gerade wieder am Holz dann, oder was? Ja. Scheiße, ey. Oh, herrlich, ey. Wenn ich schon irgendwie mit Harald schreibe, er will ein Video machen, dann nehme ich mir extra schon mal 5 Stunden Zeit. Ja, vor allen Dingen, irgendwann wirst du am Sterbebett liegen und wirst du denken, verdammte scheiß Dreckskacke. Wie viel habe ich bitte mit Spin-Tires verschwendet? Ja? Keine Erfolge, keine Klicks. Gar nichts. Oh, herrlich, ey. Nur Matschepampe. Heini, geht's bei dir voran? Haufen Dreck aus der Hölle? Ja, ein bisschen. Ja, bei mir auch. Dreck hier. Mit dem Ding. Ja, wir können die Strecke aber nicht wieder nehmen. Da muss so eine andere Strecke gehen. Das kann doch nicht angehen, ey. Haben die nicht irgendwie so einen Apachen-Hubschrauber gehabt, die Russen oder so? Ja, was ein MI-24 Hind. Was denn? Was haben die hier für... Das war ja, der russische Pendant zum... Apache, oder war halt so eine Mischung aus Blackhawk und Apache zusammen. Ja, irgendwie so. Also ruf ja mal an, so ein Ding schicken. Ich mag die Russen momentan. Ja, Blackhawk. Blackhawk kannst du vergessen, ey. Blackhawk ist immer down. Blackhawk ist immer down. So, ach, ja, seine Wortspiele. Herrlich. So, Strebi, wenn du nichts ausmachst, kannst du weiterfahren, ne? Jo, mach mal. Ich hab mich da ein bisschen durch die Wildnis durchgeschlagen. Ey, ich bin gefahren wie ein. Jetzt hätte ich fast gesagt, junger Gott, aber das stimmt ja nicht. Ich bin gefahren wie ein alter Gott, ey. Hast du mich losgemacht? Jo, ich muss ja mal ganz kurz stehen bleiben. Oh, wir fahren falsch. Was bist du für ein Navigator? Ey, Navi, du hast die falsche Route berechnet. Toll, Rock Talks, du stehst bombig. Warte, fahr schon weg. Heini, wir hätten da, wo ich dich rausgezogen habe, nach oben gemusst. Oh. Sag mal, Rockfox, kannst du dir vielleicht mal den Tankwagen... rechts. Naja, wohl. Ja, ich fahr jetzt hier eine Alternativroute. Komm, wird hier, schon folge mir, gehen. Mein Freund. Und die Zeit, ich kann auch den Tankwagen nehmen, dann den hier stehen. Nee, ich bin jetzt... Stremi zeigt der Mutti, wie es geht. Was ist jetzt los, ey? Jetzt ruckelt's hier wie die Sau. Ah, Kacke. Da sind sie. Ups, Heini, hab ich dich... Ruckelt das bei euch auch so? Nein. Nein, du hast aber auch einen 620er Ping. 1400, jetzt hast du 55, 208, 102, 138, du hast vieles, aber nicht alles vernünftig. So, ja. Wir fahren irgendwo durch, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt bin. Nee, mir ist nur gerade aufgefallen, Rocktox, ich bin echt gut gefahren jetzt und deswegen habe ich noch mehr als die Hälfte voll, spritmäßig, habe ich gar kein so großes Problem. Mhm. Jetzt muss ich nur schauen. Ach, du fährst da hinten noch rum raus, okay. Warte, ich drehe Motor abgestellt. Du wirst umdrehen. Ja, ich habe aus Versehen Motor abgestellt. Sprichst du mit mir? Ja, Stremi zeigt jetzt mal, wie das hier läuft, ne? Das regt mich jetzt gerade so auf, dass das so ruckelt.
Ja, jetzt haben sie deine Ping aber eigentlich wieder normalisiert, also... Ja, bei mir hat er 126, also